Millionen EM-Rentner, hinterbliebenen Rentner und Altersrentner warten auf den Extra-Rentenzuschlag. Warum steht der nicht im Rentenbescheid? Wann und wie bekomme ich diesen Zuschlag ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wir bekommen ganz, ganz viele Mails zum Thema Extra-Rentenzuschlag für EM-Bestandsrentnerinnen und Bestandsrentner, hinterbliebenen Rentner und nachfolgenden Altersrentnern auf Renten oder zu Rentenbescheid24.de zugesandt. Glauben Sie es uns, wir würden gerne alle beantworten, aber wir können die Fragen so in der Masse nicht mehr beantworten. Das schaffen wir einfach nicht. Und viele von Ihnen sagen dann auch dankenswerterweise, Herr Knöppel oder Frau Kirschner oder Herr Weise, können Sie dazu nicht mal ein Video drehen, allgemein uns das nochmal erklären? Wie läuft das jetzt eigentlich mit der Auszahlung? Wann wird er ausgezahlt? Wie wird er ausgezahlt? Meine Damen und Herren, und das ist relativ einfach. Die Auszahlung und die Berechnung und die Höhe des Zuschlags, das ist praktisch jetzt eine Übergangslösung. Ja? Und der Gesetzgeber hat sich aufgrund der technischen Schwierigkeiten der deutschen Rentenversicherung was einfallen lassen und hat gesagt, okay, wir wollen, dass alle Menschen in Deutschland pünktlich den Zuschlag bekommen. Und ab Juli 2024 soll es ja losgehen mit der Zahlung. Und zwar wird der Zuschlag, der Extrazuschlag für die EM-Bestandsrentner, das sind die Leute, die in der Zeit von 2001 bis 2000, einschließlich 2018 erstmals eine EM-Rente bekommen haben oder eine Hinterbliebenenrente bekommen haben. Dort gilt es aber nur mit Einschränkungen oder nachfolgend eine Altersrente bezogen haben. Die bekommen den Zuschlag ab Juli 2024 bis November 2025 getrennt von ihrer Rente ausgezahlt. Sie kriegen da auch keinen Rentenbescheid. Ja, da steht auch nirgendwo was drin, dass der Zuschlag so und so berechnet wird, sondern auf ihrem Konto erscheint mit der Bezeichnung Rentenzuschlag diese Zahlung, und zwar als Extrazahlung zu ihrer Rente. Ab 2025 wird er dann zusammen mit der Rente ausgezahlt und dann bekommen Sie auch einen entsprechenden Bescheid und dann sehen Sie auch, wie sich der Zuschlag tatsächlich berechnet. So, jetzt stellt sich natürlich die ganz spannende Frage, wann bekommen Sie den Zuschlag ausgezahlt? Der Zuschlag wird in der Zeit von Juli 2024 bis einschließlich November 2025 zwischen dem 10. und dem 20. jeden Kalendermonats unabhängig von Ihrer Rente gezahlt. Ab 2025 ist er dann Bestandteil, ist dieser Zuschlag Bestandteil der regulären Rente, also Ihrer Rente, die Sie dann bekommen. Die Auszahlung erfolgt dann ab Dezember 2025 mit der laufenden Rente in einer Summe. Meine Damen und Herren, nochmal, der Zuschlag, EM-Rentenzuschlag, wird am 10. bis zum 20. Juli erstmals auf Ihr Konto erscheinen und zwar mit der Zahlungsbezeichnung Rentenzuschlag und dann dahinter steht dann die Nettorente, also der Auszahlungsbetrag. Und das ist dann die Höhe Ihres Zuschlags. Und wenn Sie das sehen auf Ihrem Kontoauszug, dann wissen Sie, dass Sie mit dabei sind. Dieser Zuschlag hat nichts mit der Rentenerhöhung zu tun, sondern erfolgt der Rentenerhöhung nach. Aber das werde ich Ihnen in einem anderen Video nochmal erklären, wie die Berechnung des Zuschlags anhand eines Beispiels erfolgt. Aber jetzt wissen Sie alle, und deshalb brauchen Sie auch bitte bei uns nicht mehr anzurufen oder uns Mails zu schicken. Sie wissen jetzt alle, der Zuschlag, wenn Sie mit dabei sind, wenn Sie anspruchsberechtigt sind, erfolgt definitiv ab Juli in der Zeit vom 10. bis zum 20. und zwar als Zahlung unter der Abkürzung auf Ihrem Kontoauszug Rentenzuschlag extra von Ihrer normalen Altersrente überwiesen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.